Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Vielleicht hat der eine oder die andere geschmunzelt oder den Kopf geschüttelt, als er oder sie unseren Titel gehört hat. Extrem ist kein Muss, ein Wortspiel, das sich vielleicht zunächst einmal einer klaren Bedeutung entzieht. In der sozialen Arbeit haben wir ganz alltäglich mit Extremen zu tun, zunächst einmal. Extremer Armut, extremen Lebensumständen, extremen Lebensgeschichten und manchmal auch extremer Verzweiflung. Das heißt, das Extreme ist eigentlich unser Alltag und damit irgendwo auch schon wieder normal. Eine vorschnelle Einigkeit darüber, was denn nun eigentlich extrem sein soll, finden wir meistens weit über die soziale Arbeit hinaus unter dem Stichwort Extremismus. Extrem, das ist darin eine individuelle und kollektive politische oder vermeintlich religiöse Identität und Vollzugspraxis, die gewaltvoll, erschreckend, fremd erscheint. Extrem, das sind dabei immer nur die anderen. Hier liegt jetzt eigentlich schon ein logisches Grundproblem vor. Wir müssen uns nämlich fragen, reden wir eigentlich, wenn wir über Extremismus reden, über Menschen, die uns als Gesellschaftsmitglieder ähnlich sind und deren Schicksal wir in irgendeiner Form verstehen können oder nachvollziehen können? Oder handelt es sich dabei um kranke oder böse Subjekte, die uns selbst fremd und unähnlich sind, die uns als Gesellschaft bedrohen und von denen wir uns zu schützen haben? Meinen wir mit Extrem, es gäbe so etwas wie eine gesellschaftliche Mitte, in der eine handelbare Normalität herrscht und außerhalb dessen vollzieht sich der Extremismus? Die Frage mag vielleicht rhetorisch klingen, meiner Erfahrung nach wird diese Antwort sehr oft gegeben. Wenn wir Extrem von Extremus ableiten, dem Äußersten, dem Entferntesten, bleibt die Verbindung zu uns bestehen. Das, was wir als extrem benennen, kann nicht ohne das existieren, was wir eigentlich als Normalität verstehen. Es hat also in dem, was wir als normal, als Mitte, als wir verstehen, eigentlich seinen Halt und damit auch seine Voraussetzung. Wir haben uns in der Vorbereitung der Tagung dazu ausgetauscht und aus diesem Grund denken wir, dass wir den Blick notwendig auf das richten, was wir eben nicht als extrem benennen können und wollen. Das heißt, wir müssen auf unseren Alltag schauen, auf unseren beruflichen Alltag, unseren privaten, professionellen, medialen und auch öffentlichen. Das soll eben nicht heißen, dass das, was als Extremismus gilt, von sozialer Arbeit ignoriert werden sollte. Keine Sorge, meine Nachredner werden dazu auch noch einige Worte verlieren. Zentral bleibt für mich aber trotzdem die Frage, warum wir eigentlich unseren Alltag nicht als extrem bezeichnen. Österreich steht nicht ganz zu Unrecht im Ruf, auch Vorreiter in der Normalisierung von Rechtsextremismus in Europa zu sein. Die österreichischen Zustände sind wesentlich geprägt vom Opfermythos der Zweiten Republik und zeichnen sich durch eine hohe Toleranzschwelle gegenüber menschenfeindlichen Aussagen, Gedankengut und Handeln aus. Wenn ich jetzt von Rechtsextremismus spreche, ist das vielleicht überraschend und ich will das kurz erklären. Die Bestimmung des Begriffs wird auch in Österreich zu Unrecht sehr stark von der deutschen politischen und wissenschaftlichen Debatte geprägt. Das hat einen gewaltigen Nachteil, weil der Rechtsextremismus in Deutschland ein verfassungsfeindliches Delikt ist. Und erst darüber lässt er sich ideologisch bestimmen. In Österreich haben wir das Wiederbetätigungsverbot. Und wie wir alle wissen, der Rechtsextremismus muss nicht notwendig neonazistischer Spielart sein und kann dieses leicht umgehen. Das heißt, in Österreich beziehen wir uns, wenn wir von Rechtsextremismus sprechen, stärker auf seine Inhalte und Erscheinungsformen, einfach weil er hier eine legale Formation des demokratischen Meinungsspektrums ist, auch normalisiert durch entsprechende politische Parteien. Rechtsextremismus hier also verstanden als ein ideologisches Syndromphänomen, das verschiedene naturalisierende oder völkische Ideologien bündelt, und sich in der Verbindung mit verschiedenen kollektiv abwertenden Formen äußert. Es ist vor allen Dingen auch ein vorpolitisches Phänomen. Wir reden eben nicht nur von Parteien oder subkulturellen Milieus, sondern von unserem Alltag. Darin ist Ungleichheit ein ganz zentraler Begriff. Und Ungleichheit meint eben hier nicht die Differenz und die Verschiedenartigkeit von Individuen, sondern die Ungleichheit von Lebensverwirklichungschancen in einer Gesellschaft. Und da sind wir wieder beim Geschäft der sozialen Arbeit, die hier mit den täglichen Umgang hat, mit rechtlich verbrieften Ungleichheiten, aber auch mitunter widersprüchlichen Gleichheitsversprechen. In ihrem Extrem gedacht wird Ungleichheit eben keine rechtliche Grenze,
sondern eine, die uns mit Geburt übergeben wird. Der Glaube, Frauen seien von Natur aus mit anderen Eigenschaften und Fähigkeiten ausgestattet als Männer. Menschen seien aufgrund ihrer Herkunft oder der ihrer Eltern oder Großeltern mit anderen Begabungen oder Defiziten ausgestattet. In moderneren Formen reden wir dann über Kultur, der wir uns nicht entäußern können, die unser Denken und Handeln formt und die uns individuelle Entscheidungen abnimmt. Das ist Alltagswissen und das kennen wir alle in der einen oder anderen Spielart. Und das ist nichts Äußerstes und auch nichts Entferntes und auch nichts Extremes, sondern das sind wir alle. Extrem ist also kein Muss, weil die Befassung mit ganz alltäglichen Ungleichheitsvorstellungen, Ausgrenzungen und Herabwürdigungen bedarf nicht einmal des Nachdenkens über das Extreme. Es braucht einen scharfen Blick auf das eigene. Wir brauchen Fragen, was wir als Professionistinnen eigentlich bereit sind zu denken und auszusagen, wo unsere Grenzen liegen und wann wir Alarm schlagen. Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, wann schlagen wir eigentlich Alarm? Unter dem Schlagwort Radikalisierung haben wir nicht mehr über Phänomene wie Radical Social Work gesprochen oder andere Strömungen, die in den letzten 200 Jahren als radikal mal bezeichnet wurden, sondern unter diesem Schlagwort fand die Angst vor Terrorismus einen Ausgang, stilisiert im Bild eines männlichen, jungen Muslimen, die scheinbare Zeitbomben für unsere Gesellschaft sind. Das Ganze hat auch eine gute Seite. Es hat erfreulicherweise auch zu neuen Institutionen geführt, die Beratungsstelle Extremismus etwa in Wien, und auch zu einer erheblichen Sensibilisierung der Praxis durch Workshops, Fortbildungen und so weiter. Ich weiß nicht, wie viele hier im Raum in ihrer Berufspraxis einen solchen Workshop oder eine Fortbildung haben mitmachen dürfen. Ich wurde zu mehreren freiwillig und zwangsverpflichtet. Wie wir aber aus anderen Bereichen der Prävention wissen, aus ganz unterschiedlichen, wir wissen, einzelne Workshops und Projekte reichen nicht aus. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein und in der Regel führen sie auch zu einer massiven Überforderung von Praktikerinnen, wenn ihr Handeln nicht strukturell abgesichert ist. Das heißt, es bedarf im Sinne der Prävention struktureller Veränderungen in Organisationen und Organisationskulturen. Wir brauchen Ressourcen und auch eine offene Unterstützung langfristiger Projekte und Arbeitskulturen. Wir wissen aus der Rechtsextremismusprävention, dass es nicht immer um eine vollkommen neue, besonders zugespitzte Expertise geht, sondern dass es um das Ermöglichen von sozialem Lernen geht, dass es ganz grundlegend darum geht, Erfahrungen nicht stigmatisierender Kommunikation zu machen, Erfahrungen von Teilhabe und Selbstwirksamkeit. Jetzt könnte man sagen, ja, das machen wir eh. Das stellt soziale Arbeit in all ihren Handlungsfeldern bereit. Was unser Thema betrifft, bedarf es aus meiner Sicht hier noch einiges an zu tun. Wir müssen uns fragen, was ist hilfreich? Welche Handlungsweisen ermöglichen eigentlich individuelle Spielräume, ohne direkt oder indirekt zur Anerkennung von menschenfeindlichem Gedankengut zu werden? Um nicht in die Falle von Radikalisierungs- und Extremismusbegriffen zu tappen, hilft mitunter das Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit als gedankliche Überbrückung. Damit sind abwertende Einstellungen gegenüber Gruppen, die als anders, fremd oder bedrohlich markiert werden, gemeint. Und das eben nicht aufgrund irgendwelcher persönlichen Kalamitäten, sondern eben nachweislich als kollektiv geteilte Überzeugungen. Anders als singuläre Abwertungsformen geht es hierbei um die Feststellung, dass es zum Beispiel so etwas wie einen reinen Rassismus selten gibt, sondern dass es eher Zusammenhänge in verschiedenen Abwertungslogiken und Diskriminierungsformen gibt, zum Beispiel in der Abwertung von Langzeitarbeitslosen, dem Hass auf Bettlerinnen, der Verachtung von Roma, Sinti, Frauen und so weiter. Damit einhergehen eben Vorstellungen natürlicher oder kulturell oder sozioökonomisch unaufhebbarer Ungleichheiten. Zunächst mal unabhängig davon, ob ich diese Abwertung legal, politisch, religiös, ethnokulturell oder anders legitimiere. Das kennzeichnet auch einen Nachteil des Konstrukts, das sage ich auch gleich dazu. Der Begriff stammt aus quantitativen Studien, zum Teil Längsschnittstudien, zum Teil internationale Vergleichsstudien. Da geht es in der Regel erstmal darum zu erheben, welche Bereitschaft haben Bevölkerungspopulationen, bestimmten Ungleichheit legitimierenden Aussagen zuzustimmen. Das heißt, wir können tatsächlich nur die Zustimmung messen, wir wissen nichts von der lebensweltlichen Vollzugspraxis dahinter. Nichtsdestotrotz sind die Befunde solcher Erhebungen Jahr um Jahr erschreckend.
Die Bereitschaft, etwa antisemitischen Aussagen zuzustimmen, ist europaweit durch alle Altersgruppen, Geschlechter und auch politische Selbstverortungen gegeben. Und auch wenn Menschen sich da in solchen Studien als offen und aufgeklärt bezeichnen, auf die Frage, ob man sich denn eine Roma-Familie in der Hausgemeinschaft wünsche, reagieren viele mit Unbehagen. Die Bilder von Kriminalität und Verwahrlosung, mit denen diese Menschen belegt sind, sind nach wie vor virulent. Vielleicht erinnern Sie sich auch vor einigen Jahren noch diese Medienskandal um das blonde bulgarische Roma-Mädchen, als wieder das Narrativ vom Kindesraub durch Roma-Familien durch alle Zeitungen gegeistert ist. Und nicht nur durch die Zeitungen, sondern auch jeden Kaffeeklatsch. Es sind eben nicht nur die Medien, sondern gerade zum Beispiel Roma und Sinti, die sind ganz alltäglich von solchen Bildern manifest betroffen und bedroht. Und bei diesen Studien zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit fällt noch etwas auf. Es geht nicht um die Jugend. Wenn wir beim Thema Extremismus sind, reden wir meistens über die Jugend und was dort alles zu tun ist. Und das soll auch ruhig weiter so sein. Das ist die Lebensphase, in der sich politische Identitäten formen und wo wir vielleicht auch noch mal eingreifen können. Es zeigt sich, mit zunehmendem Alter verfestigen und verknüpfen sich Abwertungen von Menschen. Etwa die Abwertung von Faulen, von Obdachlosen, Menschen anderer Herkunft, Sexualität zunehmend. Das heißt, wir müssen mehr als bislang uns mit Erwachsenen befassen. Und wir dürfen dabei nicht die Fehler, die bereits gemacht wurden, wiederholen, etwa indem wir das menschenfeindliche Gedankengut individualisieren, verharmlosen oder ignorieren. Wenn man jetzt mal zur Frage, welchen Methodenpool hat die soziale Arbeit mit Erwachsenen in Begegnung mit solchen Haltungen und Handlungen eigentlich geschaffen, kann ich Ihnen gleich versprechen, es wird mau. Das heißt nicht, dass nicht die soziale Arbeit an ihren verschiedenen Arbeitsfeldern, Behörden, Justizvollzugsanstalten, Wohnheimen und so weiter nichts damit zu tun hat. Im Gegenteil, das heißt auch nicht, dass hier nicht gute Arbeit geleistet wird, aber es wurde bislang noch nicht systematisch erfasst oder publiziert. Und an diesem Thema arbeiten wir hier in St. Pölten derzeit Schritt für Schritt. Und wir meinen, dass es eine ganze Reihe von Feldern gibt, aus denen wir lernen können. Das ist erstens, das wird mein Nachredner sein, die Erwachsenenbildung. Die Erwachsenenbildung meint eben auch uns, in der Regel interessierte Bürgerinnen. Und die Erwachsenenbildung weiß auch, welche Themen Erwachsene mitbringen. Zweitens meinen wir, oder ich zumindest, dass wir aus der Jugendarbeit lernen können. Dafür ist etwa Harald Weinberg da. Und ich weiß auch, dass einige Kolleginnen aus der Jugendarbeit im Publikum sind, die hier kontinuierliche und methodisch begründete Arbeit leisten. Die Jugendarbeit hat in den letzten Jahren eine Vielzahl von Strategien, Konzepten und Haltungen entwickelt, die sowohl der Stärkung von Jugendlichen dienen, die demokratieorientiert sind, aber die eben auch mit der Abwertung von Menschen und Gewalt einen kritisch akzeptierenden oder produktiven Umgang entwickelt haben. Drittens, mein Kollege hat es schon angedeutet, im zweiten von 4 Semestern läuft gerade ein studentisches Forschungsprojekt, das dem Raunen, das immer wieder zu vernehmen ist auf Tagungen, in Kaffeepausen von Praktikerinnen, dass irgendwie alle in ihrer Praxis mit solchen pauschalisierenden Ablehnungskonstruktionen und konkretem Menschenhass zu tun haben, ein Ende machen soll und das Ganze systematisch forschend erheben möchte. Und das eben nicht nur auf Seite der Klientinnen, sondern auch, wie sieht es eigentlich aus mit den Kolleginnen, den Kooperationspartnerinnen und der sozialpolitischen Umgebung, in der wir arbeiten. Unsere Gruppe von Masterstudierenden interessiert sich auch für ihre Erfahrungen und ich darf auch an dieser Stelle nochmal herzlich zum Workshop am Nachmittag einladen. Was gestern noch normal war, kann heute schon extrem sein. Was machen wir viertens? Wir stehen auf dieser Tagung hier und auch das hat mein Kollege gesagt, es hat eine gewisse Konjunktur, das Thema. Allein in den letzten 4 Wochen waren 4 solche Veranstaltungen im Raum Wien-St. Pölten. Aber ich meine, es ist womöglich die erste, die den Blick auch auf das eigene richtet. Ich glaube, wir müssen Klartext reden, wo wir stehen und wie wir uns als Profession verhalten können, wie wir auch als helfender Beruf unserer eigenen Hilflosigkeit begegnen können, wenn wir mit Menschen konfrontiert sind, aus denen Ablehnung, Angst oder Hass sprechen. Menschen, die unsere Unterstützung erfragen, aber eben auch Menschen, die wir Kolleginnen nennen, Geldgeberinnen oder Projektpartnerinnen. Ob wir diese extreme Normalität als gegeben ansehen oder ihr zuspielen und damit letztlich auch ihre mitunter tödlichen Konsequenzen in Kauf nehmen,
Das ist meines Erachtens aktuell dringend zu diskutieren. Ich komme zum Schluss. Warum also ist Extrem kein Muss? Weil Extrem tatsächlich unser Alltag ist momentan, weil wir dem begegnen müssen, mehr als bislang, und zwar eben nicht als Einzelne, die denken, handeln und scheitern immer wieder, sondern tatsächlich gemeinsam, begründet und kontinuierlich. Vielen Dank.